So, herzlich willkommen, meine Krieger und Kriegerin, zurück zu Expeditions Rome. Yeah, every day I'm roamaling. Es ist so geil, ich bin so hyped. Sorry, ich bin einfach mega hyped. Wir machen direkt weiter. Wir sind beim Kriegslager von König Mithridates. Freunde, schleicht euch in das Kriegslager und macht Rabatz. Ja, hätte ich jetzt sowieso gemacht. Ich hätte sie mitgenommen. Sie kennt sich da am besten aus. Aux-Kabel steckt. Gut. Sie ist einfach, was Schleichen angeht, unser Nonplusultra. Und deswegen müssen wir sie mitnehmen. Und ja, ist schon, sie taugt mir schon. Deswegen, wir hatten ja bei Expeditions Viking. Jetzt halte ich, ja. In römischer Rüstung gefällt ihr mir besser. Aber immerhin passt diese Uniform euch. Ah ja, sie ist so ein bisschen, wisst ihr, bei Vikings hatten wir auch so eine Liebschaft mit einer und irgendwie finde ich, das gehört so dazu. Bringen wir das hinter uns, damit ich meine eigenen Klamotten schlüpfen kann. Ich wähle meine Rüstung nicht nach ihrem Aussehen, sondern nach ihrem Schutz. Okay, Militäruniform ist nicht gerade modisch, ich vermisse die Kleider, die ich in Rom immer trug. Nein. Euch hingegen steht so gut wie alles. Ihr klingt wie die Männer zu Hause. Es hieß, Mithridates habe 300.000 Mann. Jetzt, wo ich das hier sehe, glaube ich das. Okay. Unser erster Flirtversuch hat richtig gut funktioniert. Ja. Gut. Gut, dass wir nicht hier sind, um zu kämpfen. 300.000 Mann, alter Schwede, das ist ein dicker Batzen, Freunde. Das sind viele Leute. Glaubt ihr, unsere Verteidigungen sind okay? Gut, dass wir nicht hier sind, um gegen sie zu kämpfen. Falls wir auch nur einen kleinen Fehler machen, wird sich das vielleicht nicht vermeiden lassen. Entschuldigung, wir bekommen das schon hin. Lasst mich die Wachen übernehmen. Okay. Kurz mal Coin check, ob hier irgendwas ist. Boah. Warte kurz, wir sind noch. Okay. Jo. Mhm. I see. Und da geht's ja noch weiter. Das ist ja nur ein Teil, ne? Das ist ja nur ein Teil, Freunde. So. Dann würde ich sagen, let's go. Ihr da, Kundschafter, war eure Reise lang? Hat sie nicht gerade gesagt, ich soll ihr das Reden überlassen, also Kalida das Reden überlassen? Zum Tartarus mit eurem Losungswort, Lochagos. Wir waren für fast einen Monat draußen im Feld eingesetzt. Glaubt ihr, wir haben uns zu den Losungsworten auf dem Laufenden gehalten? Redet nicht so mit mir. Ihr braucht ein Losungswort, um das Lager zu betreten, und dafür gibt es keine Ausnahmen. Ich schätze, jetzt müsste ich euch sagen, dass ihr mit meinem Vorgesetzten darüber reden müsst. Aber ich glaube, keiner von uns beiden will den Strategos hier rauszerren. Und noch weniger will ich hier in der Hitze herumstehen, während ihr ihn holt. Warum überspringen wir nicht das ganze Theater, damit wir ein Bad nehmen und ihr mit eurem Würfelspiel weitermachen könnt? Ich biete euch auch diese Flasche guten sizilianischen Weins an, damit ihr alle Schuld runterspülen könnt, die ihr vielleicht bei einem so kleinen Nachlass in euren Pflichten spürt. Mmh, das ist ein guter Jahrgang. Die sehen für mich wie gute Leute aus und das nach einem guten Wein. Ich bin dafür, sie durchzulassen. Na schön, geht rein. Aber das mache ich nicht wegen des Weins. Natürlich nicht, Lochagos. Viel Glück beim Würfeln. Wir hatten doch das Losungswort, Julia. Warum denn so ein Theater? Ja, ich meine, könnte ein bisschen windig um die Genitalien rum werden, aber ansonsten, man sieht wahrscheinlich, wenn er Pups lässt, dann weht es hier so. Naja, okay. Und sie? Ja. Ist wahrscheinlich sogar verhältnismäßig viel Rüstung für Frauen in Videospielen. Ist ja mein. Die Familie meiner Tante lebt in Kyzikos, wisst ihr? Es fühlt sich falsch an, hier zu sitzen und zu warten, während sie verhungern. Es ist ja dieses Rollenspielphänomen, dass Männer und Frauen zwar dieselben Rüstungswerte haben, aber bei Frauen ist es halt ein BH und bei Männern so ein Ding, so ein Kilogramm, tonnenschweres Teil, das wir tragen. Absolut, absolut absurd. Absolut absurd. Mittlerweile, ich verstehe, wenn man da einen Sexismus-Vorwurf dahinter packt, verstehe ich schon irgendwo,
Ich persönlich finde es mittlerweile irgendwie amüsant, weil es so ein Vorurteil ist, das wirklich leider Gottes oft gedeckt wird. Ich werde Akazia heute Nacht zu eurem Zelt schicken, um die Wunde zu versorgen. Wenn wir nichts tun, wird sie eitern. Ach. Ich bin natürlich auch dafür. Ich bin natürlich auch dafür, dass die Rüstungen gleichmäßig aussehen und jetzt nicht irgendwie Frauen nichts tragen. Vom Fairness-Aspekt aus betrachtet. Ah, man muss aufpassen, was man sagt. Es ist schrecklich. 3 Feldzüge habe ich unter ihm gedient. Er war der beste Kommandant, für den ich je gefochten habe. Glaubt ihr den Gerüchten? Ich habe gehört, Archelaus wurde von einem völlig unerfahrenen römischen Legatus besiegt. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich bin gerade so noch lebendig aus Mytilene entkommen. Ja, siehst du mal. Ui, hallo, Freunde. Ah, wir bedienen uns hier mal, oder? Wir sind hier quasi Gäste. Wir sind hier Gäste, da kann man schon mal ein bisschen was mitgehen lassen. Schau mal, wo noch ein paar Truhen sind. Hier ist ja das Hauptgespräch. Ist das, das ist König Mithridat das selbst. Habt ihr gesehen, wie der Römer mit dem König gesprochen hat? Ich war draußen, als er ankam. Warum verhandelt ein römischer Senator mit dem König? Ach, das geht uns nichts an. Ein römischer Senator. Was haben wir? Anleitung Triarius-Ausrüstung? Ja, let's go. Die Sache nimmt schon wieder eine Richtung an, die mir gar nicht gefällt. Am Ende ist es noch der, der unseren Vater umgebracht hat. Vermutlich, natürlich nur. Das wird spannend, Freunde. Ich bin gut nervös. Kletter mal hier hoch, hier ist noch eine Kiste und dann müssen wir hier runter, weil hier drin sind vermutlich die Verträge. Wie kommen wir da unentdeckt hinein? Wie zum Teufel sollen wir da reinkommen? Bisschen Cash, sehr schön. Meine Güte, da haben wir uns was eingebrockt. Das wird sicher ein Riesenspaß. So, nochmal kurz speichern, Freunde. Zur Sicherheit und dann schauen wir, was da unten abgeht. Ich habe nicht die Macht, einen Imperator zu überstimmen. Das wisst ihr. Ich will nur von euch, dass ihr den Feldzug von Licinius Lucullus in Verruf bringt. Ihr habt es mir unmöglich gemacht, den Senat zu überzeugen, als ihr Marcus Aurelius Cotta in die Enge getrieben habt. Rom lässt keinen der Seinen zurück. Vor allem keinen Konsul. Solange er innerhalb der Mauern von Chalkedon in Sicherheit ist, glauben sie immer noch daran, dass er gerettet werden kann. Dann müssen wir die Stadt erobern und ihn als Geisel nehmen. Eines nach dem anderen. Ich habe Gerüchte gehört, die besagen, Troas und Mysia seien kurz davor, eure Allianz zu verlassen. Unmöglich. Es gibt Verbindlichkeiten, die ihre Loyalität sichern. Ich hoffe, ihr habt recht. Ohne sie ist eure Belagerung von Kyzikos bereits verloren. Meine Armee ist den Legionen von Lucullus 25-1 überlegen. Unterschätzt ihn nicht. Diesen Fehler hat Archelaus auch gemacht. Liefert uns nur weiter Nachschub, Scaevola. Das ist alles, was ich von euch verlange. Ich werde Kyzikos und Chalkedon erobern und ihr werdet euren Lohn einstreichen. Corvinus wird sich persönlich darum kümmern. Er ist einer meiner besten Männer. Meine Dienste gehören euch, solange es der Senator gebietet, Eure Majestät. Sehr gut. Habt eine sichere Heimreise, Senator. Oh, ich reise nicht nach Hause. Mein Bruder kümmert sich um meine Angelegenheiten in Rom. Ich reise nach Thrakien, um einen gemeinsamen Freund zu treffen. Ah, richtig. Grüßt ihn von mir. Das werde ich tun. Einen guten Tag, Eure Majestät. Ein römischer Senator namens Scaevola. Ich weiß es leider nicht mehr. Ist es der Senator, der auch vermutlich unseren Vater umgebracht hat? Ein Verräter. Ja, natürlich ein Verräter. Ich werde hier nicht einfach reinmarschieren können.
Vertrag von Mithridates. In diesem Vertrag zwischen König Mithridates dem VI. Und dem griechischen Staatsstaat Troas wird festgelegt, dass Mysia unter die Herrschaft von Troas fallen soll, sobald der Krieg beendet ist. Das muss es sein. Eine solche Gelegenheit werden wir nicht noch einmal bekommen. Also lasst uns sicher gehen, dass wir das Beste daraus machen, bevor wir gehen. Wow, okay. Was haben wir hier? Anleitung für Mithridate. Kein Dunst, was es ist. Es scheint irgendwas Besonderes zu sein. So, wir machen das mit den Fertigkeitspunkten noch nicht. Ich gehe jetzt mal raus. Wir können mit ihm reden. Wir können mit König Mithridates reden. Ich will es mir eigentlich nicht entgehen lassen. Let's go. Soldat, was gibt es Neues vom Krieg? Die Römer rücken vor, Eure Majestät, ne? Versuchen wir doch ein bisschen Verwirrung zu stiften. Ein paar Falschinformationen. Der Feind ist ziellos, planlos. Sie wirken, als würden sie zögern. Sie verstehen, dass sie in der Unterzahl sind. Lucullus brütet ohne Zweifel einen Plan aus, wie er dies in einen Vorteil verwandeln kann. Euer Akzent, ihr klingt römisch. Sizilianisch, Eure Majestät. Ich verstehe. Warum habt ihr euch meinem Krieg angeschlossen? Bithynia gehört nicht Rom. Das tut sie nicht. Aber genauso wenig gehört sie Pontus. Bithynia ist zwischen zwei mächtigen Nationen gefangen und wird dem Stärkeren anheimfallen. So ist es nun mal in der Welt. Wer war dieser Mann? Der römische Senator Tiberius Vitellius Scaevola? Er hat geschäftlich in dieser Region zu tun und er ist ein guter Freund von Pontus. Ein Senator hat die Piraten unterstützt? Beschützt? Ihr seid ungewöhnlich gut informiert. Am besten spricht man nicht zu öffentlich über solche Angelegenheiten. Wird die Belagerung von Kyzikos bald enden? Die Menschen dort sind stur. Sonst hätten sie bereits aufgegeben wie Mysia und Troas. Es ist eine gut befestigte Stadt, aber sie wird nicht mehr lange durchhalten, es sei denn, unser Feind findet einen Weg, Ersatz zu schicken. Wir müssen dafür sorgen, dass das nicht geschieht. Er ist schon, entweder ist er wirklich so ein König, der krass viel davon hält, mit Untergebenen zu reden, weil solche Informationen an irgendeinen Soldaten preiszugeben, ist schon, naja. Ihr scheint große Stücke auf Lucullus zu halten. Er ist ein ausgezeichneter Kommandant und für einen Römer auch sehr kultiviert. Er ist als ein Liebhaber der hellenistischen Kultur bekannt und er ist der Herrscher über eine mächtige Nation. Aber er ist kein Cornelius Sulla. Dieses Mal wird Pontus siegen. Ist es wahr, dass Achilleus von einem unerfahrenen Kommandanten geschlagen wurde? So steht es in den Berichten. Der neue Legatus der 2. Legion unter Lucullus. Bald wird er ein Kreuz auf der Straße nach Rom schmücken, glaubt mir. Archelaus war der beste General seiner Generation und ein guter Freund. Danke, dass ihr mit mir gesprochen habt, Eure Majestät. Ich ermutige meine Soldaten, ihre Meinung zu sagen. Danke, dass ihr eure Gedanken zum Krieg mit mir geteilt habt. Und nun kehrt an die Arbeit zurück. Vitellius, bin ich mir ziemlich sicher, dass das der Mann ist, der auch mit dem Verrat an meinem Vater... der da involviert ist. Vitellius sagt mir auf jeden Fall was. So. Ich bezweifle, dass wir hier einfach wieder rauskommen. Ist da eine Wache unten? Nein? No way. No way, so einfach? So einfach kommen wir da wieder raus?
Damit habe ich ja nie gerechnet, Alter. Ich war mir sicher, dass da irgendwie ein bisschen Hackmeck kommt. Okay, let's go. Gruppenverwaltung. Wir haben auf jeden Fall Fertigkeiten. Und zwar, irgendeiner ist aufgestiegen. Ah, ein paar sogar. Hier. Es wird angezeigt. Ranius Rebilus. Wirkt mobilisiert. Plus 1 Dauer. Okay, was ist das? Führung. Einen Gegner zu Boden zu schicken, gibt plus 3 Moral für Verbündete innerhalb von 3 Hexfeldern. Ach, das ist eine schöne Passive. Die nehme ich mit. Die nehme ich mit. Und jetzt Titus Terrasidius. Ja, du bist halt so ein bisschen blöd aufgeteilt, gell? Auch wenn das wirklich eine gute Attacke ist. Vielseitig, hat 100% kritische Trefferchance, falls die vorige Attacke ein Todesstoß war. Check ja die Vielseitigkeit schon gar nicht. Locken. Ja, ich nehme es jetzt mal mit. Hindert das Ziel daran, in Deckung zu nutzen. Mei. Why not? So, er ist nicht aufgestiegen, aber dafür ist Quintus Velanius aufgestiegen. Ja, es gefällt mir gut, wenn die so ein bisschen, wenn die nicht zu sehr verteilt hier sind. Auf jeden Fall ausweichen auch. Das ist schon beim Thebia ganz gut. So, Marcus Petronius ist gerade noch beschäftigt, da können wir nichts machen. Aber wir haben auch ein paar neue Sachen. Wir haben eine neue Rüstung. Keiner braucht eine einfache Rüstung. Was ist das? Eine leichte Rüstung. Das ist für dich nicht interessant. Achso, wir sollten vielleicht wieder unsere... unsere eigentliche Rüstung anziehen? Genau. Gut. Und also wir haben jetzt hier noch eine leichte Rüstung dazu bekommen und wir haben generell zwei starke, einfache Rüstungen. Die ist leicht und die ist einfach. Was trägst du? Schwer? Syneros? Du trägst leicht. Feuerresistenz, durchbohrende Schadenswirkung. Widerstand gegen Wuchtschaden und durchbohrender Schadenswiderstand. Ich bin da noch ein bisschen unschlüssig. Ich bin da hier Bewegung auch minus 1, es bleibt gleich, alle Widerstände hat's mehr. Der ist schon ganz schön muskulös, der ist ja auch schon älter, der Kerl, gell? Ja, vielleicht dann doch eher das. Pontische Speerrüstung ist eigentlich gar nicht so schlecht. Du bist mittelschwer unterwegs, gell? Genau. Julia, du bist dafür einfach unterwegs. Ja, die kannst du wieder abnehmen, meine Liebe. Ah, stopp. Stopp. Das war ihre. Genau, das war ihre Rüstung. Okay. Und wir haben jetzt trotzdem nochmal eine leichte, gute Rüstung. Du bist ein Triarius, du trägst stark. Sagittarius, du trägst leicht oder einfach. Bewegung wird ein bisschen runter, dafür alle Widerstände ein bisschen hoch. Komm, die ist doch stärker. Nimm doch die. Was tragt ihr? Veles, mittelschwer. Okay, nochmal, ist auch mittelschwer. Und der Prinzeps macht nichts. Jetzt haben wir einen Haufen einfacher Rüstungen. Machen wir die mal weg. Die sind unwichtig. Also die zählen halt nicht dazu zu unserem eigentlichen Vergleich. Wir haben jetzt zwei... Naja, gut, aber... zwei extrem... Oh, ich hätte den wegmachen sollen. Wurscht. Aber sind keine wichtigen Dolche. Okay, jetzt passt auf, Freunde. Jetzt habe ich einen Plan. Bringt den Vertrag zurück nach Mysia. Jetzt ist die Sache. Dass wir halt relativ nah hier oben vorbeikommen.
Androas. Ich würde gern hier erstmal zum Brunnen gehen. Und mit ihm... In dieser Region sind zahllose Zivilisten durch den Krieg heimatlos geworden. Viele mussten sich selbst in die Sklaverei verkaufen, um zu überleben. Wir können die Legion aussenden und in der Gegend Servi kaufen. Das sollten wir noch schaffen, denke ich mal. Was haben wir hier? Servi kaufen in 56 Minuten und neue Rekruten, okay. Und ihr kehrt zurück. Neuheit entdeckt. Legio Vic. Es wird leider ein bisschen zu kurz angezeigt, Freunde. Ich hätte gern ein bisschen länger, aber wir haben die Sklaven bekommen. Hier drüben ist ja sonst nichts mehr, gell? Hier war, nee, alles gut, okay. Naja, es war jetzt schon easy. Das schaffen wir aber nicht mehr. Nee, das wird zu knapp. Oh nee, das wollte ich auch nicht. Ihr müsst da noch hinreiten. Gut, wir haben gleich neue Rekruten in 19 Minuten. Let's go. Neue Rekruten im Vorposten verfügbar. Neue Gerberei entdeckt. Okay, nice. Stopp. Niemals gedrückt, Freunde. Niemals gedrückt. Scheiße, er kann nicht weitermachen. Ja gut, dann hilft's nichts. Dann müssen wir tatsächlich zurückkehren. Okay, verzehrte Rationen. Let's go. Neuer Ort entdeckt. Observatorium. Ja, es hilft leider nichts. Wir müssen zurückkehren. Dann können wir auch gleich in Mysia vorbeischauen. Okay. Wir müssen hier schön alles abforsten, Freunde. So, wir kehren jetzt zurück. Die Gerberei gehört uns. Ach so, weil das noch eine Quest ist. Okay, ich speichere jetzt sicherheitshalber mal ab. Oh, es macht mega Spaß. Ich habe bloß manchmal so ein bisschen Schiss, dass ich irgendwas übersehe. So, go. Jetzt kommt dann gleich der Angriff. Banditen Griechenlands, die Straßen von Asia Minor sind außerhalb der durch euch befreiten Regionen nicht sicher und der Krieg bietet die perfekte Gelegenheit für Verbrecher. Während ihr euch mit euren Prätorianern einen Weg durch die Region bahnt, könnt ihr spüren, dass sich vor euch Ärger zusammenbraut. Es wäre weise, Kundschafter vorauszuschicken. Einen Kundschaftertrupp zusammenstellen. Ich selber natürlich, wie viele... Wieso nicht die Besten vorschicken? Ihr stellt einen kleinen Kundschaftertrupp zusammen und schickt ihn dem Kern eurer Einheiten voraus. Wie erwartet haben Banditen vor euch einen Hinterhalt vorbereitet. Sie wirken gut ausgerüstet. Okay, kleiner Zwischenkampf, alles klar. Gut, dass wir die besten Leute dabei haben. Ich kann mich daran erinnern, dass die Zwischenkämpfe in Vikings ganz, ganz hart unfair waren. Okay. Entkommt dem Hinterhalt? Ah. Okay. Okay. Let's go. Ja, freilich. Der gegnerische Feind darf erstmal loslegen. Wir können einfach versuchen, entweder merzen wir alle aus oder wir versuchen, den Fluchtweg zu erreichen. Das werden wir natürlich probieren. Aber das wird jetzt sicher keine Gaudi hier, weil es sind verdammt viele. Die Frage ist, es sind Banditen. Ja, supergeil. Das war nämlich genau das gleiche Problem in Vikings. Da hattest du schon... Eine geisteskranke Übermacht. Also eine geisteskranke Übermacht und da durften die auch noch anfangen. Und du saßt so da so, ja,
Danke für nichts, Bruder. Ich sehe sie. Schnappen wir uns diese Dreckskerle. Okay, was bist du für ein Clown hier? 3 Schaden. Ja, Dicke, den musst du halt wegmachen. Schön. Gut, dann Cäsio, du legst nach. Im besten Fall mit 10 Schaden. Das war der Falsche. Ich hab den Falschen gedrückt. Scheiße. So, was bist du da unten? Naja, dann auch. Alter, wir rasieren aber gut, Freunde. Warum kassiert er einen? What the fuck, Alter? Was? Schaffen wir es in der Runde alle zu retten? Sieht ganz danach aus, oder? Zack. Es reicht für einen nicht. Für einen einzigen. Und er hat hier Schilde am Start. Scheiße. Wie weit sind die denn weg? Ja, sind schon ein Stück entfernt. Es kann böse ausgehen für ihn. Schwierig. Irgendwelche Nähe. Das ist der Steinwurf. Wer kennt ihn nicht? Vielseitiger Nahkampf, sehr schön. Irgendwelche Fähigkeiten, die jemand nutzen kann, da standhafte Blockade. Wer ist denn das? Wen habe ich denn da gerade? Ach so, uns. Hilft nichts. Okay, er hat den ersten abgefangen. Jetzt kommt der Bogenschütze, der wird nochmal einen Schuss abliefern. Ah, er geht aber schon weit. Ne, er geht schon sehr weit. Er geht weit, um noch einen... Sie sind da drüben. Vorrücken! Folgt mir! Hat er da diese Wurfsterne geschmissen? Kann jetzt richtig übel ausgehen, Freunde. Tut das weh? Gut, dann seid ihr gesund. Macht es mal wieder fit. Und jetzt nimm den Schlag mit. Jawohl. Kalida ganz hinter. Tu auch einen Schritt. Bestia hier hin. Nice. Unverletzt, unverletzt, alle unverletzt. Sehr schön, wir sind davon gekommen, Freunde.
Nice. Erster Zwischenkampf, aber den haben wir gut gemeistert. Huiuiuiui. Sehr gut. Jetzt müsste dann doch, jetzt speichern wir noch schnell und dann müsste doch gleich der Angriff folgen.